Fantastic. Guten Tag, willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Fred. Ja, es ist morgen soweit. Morgen kommt endlich das große Update. Morgen kommt das große Update der beziehungsweise morgen wird das große Update auf der ClashCon vorgestellt. Wir wissen noch nicht genau, was uns erwarten wird. Es gab ja schon einige Spekulationen. Und was mich natürlich freuen würde, wäre, wenn das Clan-Krieg-Turnier kommen würde. Und es gibt natürlich auf der Clash of Clans-Wiki-Seite Deutschland einen schönen Beitrag von dem Dark Barbarian mit möglichen Updates auf der ClashCon. Die Wahrscheinlichkeit hat er auch sofort dabei geschrieben, also seine Meinung, wie wahrscheinlich ist es, dass Update A, B, C, Idee kommen wird oder vielleicht noch nicht kommen wird. Und wir gucken einfach mal auf das Clan-Krieg-Turnier, auf dieses schöne Bild. Das ist doch wirklich ein sehr, sehr schönes Bild. So wie sich viele Leute die Clan-Kriegsturniere vorstellen. Turnier endet in 7 Tagen, 1 Stunde, 50 gegen 50. Es ist Es ist sozusagen ein Halbfinale, wenn man das mal so sieht. 4 Teams treten an und die beiden Gewinner ziehen dann ins Finale ein und der Gewinner bekommt dann 6 Millionen Gold, 6 Millionen Elixier, 50.000 Dunkles. Juwelen würde ich eher nicht denken, dass es das gibt. Es gab bisher auch nie Juwelen bei Clan-Krieg. Ich denke mal, es gibt keine Juwelen. Aber der eigentliche Sinn dieses Videos, die Clan-Kriege, die Clan-Krieg-Turniere, wir sind bereit. Und damit mit wir meine ich unseren Clan. Wir gucken mal drauf. Unseren Kriegslog. Und wir sehen 1, 2, 3, 4, 5 Siege am Stück. Eine Niederlage, 1, 2, 3 Siege. Das heißt, wir haben aktuell 8 Siege aus den letzten 9 Clan-Kriegen. Was ich richtig, richtig, richtig genial finde, dass wir aktuell so gut drauf sind. Und der aktuelle Clan-Krieg. Da steht es 23 zu 14, der Gegner hat noch ein paar Angriffe in der Hinterhand, es wird also spannend bleiben. Das feindliche Team hat bisher oben jetzt nicht so ganz so viel geholt, muss man sagen. Die Nummer 4 hat bei der Nummer 4 und 5 bei uns nichts geholt, die 2 hat bei Kira einen Stern geholt und bei Marcel nicht. Und wir gucken einfach mal drauf, was denn hier so war. Also es wird noch ein richtig spannender Clankrieg und ich bin aber optimistisch, dass wir den 9. Sieg im 10. Clankrieg holen. Und das wäre für uns tatsächlich schon eine sehr gute Statistik, muss man sagen. Was macht der... Oh, lol, der Gegner ist eigentlich, wenn man sich das mal so anguckt von den Truppen, richtig gut aufgestellt. Ich gehe mal davon aus, in der Clanburg wird er wohl noch einen Golem haben. Das heißt, er hat 4 Golems. Ja, er hat 19 Mauerbrecher. Das ist totaler Schwachsinn. Du brauchst bei dieser Base nie im Leben 19 Mauerbrecher. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann nimmst du 10 bis 12 mit. Würde ich jetzt mal sagen. Also, sagen wir mal, für diese Mauer hier unten, die kriegst du sofort kaputt. Da wird dich nichts großartig aufhalten, wenn du es geschickt machst. Ja, dann hier noch vielleicht, aber 10 Stück, würde ich mal sagen. Wenn du wirklich keinen Jump willst, wenn du wirklich auf Nummer sicher gehen willst, nimmst du wirklich 10 Stück mit. Ich bin jetzt mal gespannt, ich habe die Wiederholung noch nicht geguckt. Mauerbrecher-Eskalation. Okay, auf geht's. Ja, lasst uns mal schauen, wie die Mauerbrecher-Eskalation von Schatten geht, da oben. Ja, das war jetzt schon mal Verschwendung 1. Hat er schon mal viel zu viele benutzt. Hier ist auch nichts großartig, was ihn aufhalten könnte, aber okay. Hat er noch 14 übrig. Was macht er denn jetzt? Er hat vor allem eine 31er König, 32er Königin. Also richtig, richtig starke Helden eigentlich. Ja, wir wollen mal sehen. Mittlerweile ist es bei mir zumindest so, dass ich versuche, selbst wenn der Angriff schlecht läuft, dann zumindest noch den Stern mitzunehmen. Also das ist dann so das Minimum, was man dann immer versucht. So, was macht er? Er geht vor von den Seiten. In der Clanburg hat er keinen Golem gehabt, oder? Hat er einen Golem in der Clanburg? Da sind 2 Golems. Da ist ein Golem. Ist hier auch noch ein Golem? Ja, doch, dann hat er einen in der Clanburg gehabt. Eine Hexe noch dabei. Ja, Hexe Magier. Ja, jetzt ist das gleich das Problem. Jetzt muss er... Das ist doch so eine Verschwendung von Mauerbrechern. Selbst wenn die Mauerbrecher jetzt... Ja, gehen sie durch. Na, okay, sie gehen doch durch, aber es waren einfach zu viele. Das geht auf Kosten... Das geht definitiv auf Kosten eines Golems. Und jetzt ist er... Wo ist jetzt der Fehler bei diesem Eingriff? Ich versuche ihn jetzt mal zu finden. Wo sind die Golems? Wo sind die Golems jetzt? Die Golems sind fast alle tot. Da ist keiner mehr. Sehe ich jetzt irgendwo? Da ist auch keiner mehr. Da sind jetzt noch die Ballons aus der eigenen Clanburg von uns. Ja. Der König ist jetzt... Ah, da ist noch ein Golem. Ein Golem ist noch drin. Ja, wird's knapp mit dem Rathaus. Ja, aber da schießt jetzt einfach in der Mitte schon zu viel auf den König an. Das heißt, der König wird das Rathaus nicht kaputt kriegen. Zack, König tot. Golem tankt noch. Königin läuft wie immer falsch. Königin läuft nach außen. Ja, jetzt ist nämlich die Ablenkungspatrouille schon unterwegs. Kommen nämlich die ganzen Lava-Hunde. Kümmern sich um die Königin. Königin tot. Und das war's. Ja. Das ist ein bisschen problematisch, ne? Das ist, selbst wenn du die Mauerbrecher hast und den Weg in die Mitte freisprengst,
heißt das immer noch nicht, dass du dann tatsächlich auch in die Mitte kommst. Dass du dann tatsächlich auch in die Mitte kommst und das dann noch frei machst. Wir gucken mal den Angriff noch auf Kira El Destroy. Er hat übrigens auch wieder angefangen, Videos hochzuladen. Ich versuche mal, den Link zu finden zu seinem Channel. Er spielt aktuell, glaube ich, irgendwas mit Yoshi. Yoshi's World, glaube ich, heißt das Spiel. Er zockt das ja dann auf seiner Nintendo Wii U. Also Leute, wenn ihr mal ein bisschen Bock habt, etwas aus dem Mario-Universum zu sehen bei Kira. Er hätte, glaube ich, 2 Monate Pause gemacht. Wenn ihr Bock habt, was zu sehen aus dem Mario-Universum, dann, ja, guckt mal bei ihm rein. So. Er versucht hier sich auf jeden Fall zu verteidigen. Was ich an dieser Base eigentlich nicht so ganz verstehe, ist, warum die Königin so weit außen ist. Die Königin ist ja, die Helden sind ja ferner liefen. Ich weiß nicht genau, warum. Denn rein theoretisch, ja, also du hast so ein bisschen, ja, er versucht es trotzdem von da. Eigentlich, warum auch immer. Ich hätte es einfach von oben probiert. So, er geht jetzt da rein. Zack, zack, Golem, Golem. In der Mitte, Mauerbrecher. Ah, die Mauerbrecher sprengen schon ganz gut. Aber warum Mauerbrecher, wenn du sowieso einen Jump nimmst? Das ist dann auch wieder so die Frage. Hättest du dir eigentlich auch sparen können. Weitere Mauerbrecher, zack, 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 offen gemacht. Warum der Mauerbrecher eigentlich? So, Magier hinterher. Allerdings sind da jetzt schon ziemlich viele Spots noch für Riesenbomben, wo die Magier eigentlich ganz schön reinlaufen könnten. Ja, dafür hat er so ein paar Riesen mitgenommen. So, gefrieselt, ja. Zack, da ist schon ein Magier zumindest down gegangen. Er hat relativ viel in der Clanburg immer, Kira. Also er nimmt nicht den Lava-Hund, er nimmt auch nicht den Drachen, er nimmt immer Hexen. Ich glaube eine Hexe, 3 Magier und Rest Bogenschützen. So, die Golems laufen in die Mitte, sind aber ein bisschen, das ist halt das Problem jetzt, die Golems sind ein bisschen spät dran. Das heißt, die Golems tanken nicht mehr gescheit. Der König muss fast alles alleine machen. Ja, jetzt freest er nochmal. Königin ist noch da. Die Helden von den Gegnern sind echt schon richtig, richtig übel. Also 30er und 35er, das ist schon echt nicht schlecht. Das haben wir nicht. Ich bin, glaube ich, jetzt sogar von den Leuten, die teilnehmen, derjenige mit den höchsten Helden. Und das soll schon was heißen. Meine Helden sind ja auch nicht gerade hoch, muss man mal so sagen. Deswegen, ja, ich habe übrigens noch eine spezielle Taktik geplant für meinen Angriff auf die gegnerische Nummer 1. Das werden wir gleich noch sehen, wie ich das denn vorhabe. Ich kann es aber in dieser Folge nicht mehr zeigen, weil die Truppen noch nicht fertig sind. Wie ich es aber vorhabe, das sehen wir dann gleich. Und auch noch einen Probeangriff, den ich gemacht habe. Ich habe sogar 2, 3 Probeangriffe gemacht, aber ich sag mal so, das Luft nach oben, boah, war das knapp. Leck mich am Arsch, war das knapp. Der hätte der Kira ja fast noch 2 Sterne kassiert. Naja. Aber nun gut, er hat er nicht, also gut gemacht. 1 Stern nur kassiert. Meine Base ist definitiv noch da. Ich denke mal nicht, dass der Gegner das angucken wird. Er kommt aus Taiwan. Ich glaube nicht, dass da jemand meine Videos guckt. Ich habe übrigens selbst gesehen, ich habe leider nur 39% geholt in meinem ersten Angriff, aber immerhin 1 Stern. Ich habe 1 Stern geholt gegen die 2. Also, naja, Glück im Unglück. Meine Golems sind ein bisschen falsch gelaufen. So, das ist meine Base. Sieht eigentlich ganz solide aus. Ich bin mal gespannt, wie die sich schlagen wird. Ah, die können kommen. Die können kommen, wir sind bereit. Ich habe leider aktuell noch keine Truppen. Aber wir müssen mal gucken. Ich hatte das doch noch. Genau, ich mache eben einen Cut und dann sehen wir uns das an, wie mein Angriff gelaufen ist. Auf wen war das? Nee, das war ein Probeangriff, genau. So, also, das war die Base. Ich hatte mir gedacht, ja, ich kann ja mal ganz kurz zeigen, wie der Angriff geplant ist. Also das hat mir der Sala vom Clan Verbrannte Erde aufgemalt. Er ist ja der Kriegsexperte. Die roten Punkte stehen für Drachen und dann hat er mir das aufgemalt, wie das mit den Schritten funktioniert. Bedeutet, man setzt 2 Drachen auf die eine Seite, 2 Drachen auf die andere Seite, setzt die Ballons aus der Clanburg nach links, setzt die 8 Loons, die man selber hat, auf die rechte Seite, setzt die Drachen hinterher, die man noch hat, setzt dann Wutzauber 1, 2, 3, ja, und dann noch am Ende die Frostzauber. Und es ist eine doch eine schwierigere Abfolge eigentlich. Die hat auch hier nicht so ganz funktioniert. Drachen 1, 2, Drachen 2, 3. Ja, nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Loons auf der anderen Seite und dann eigentlich die Drachen hinterher. Aber ich habe jetzt hier schon eigentlich einen Schritt übersprungen, weil ich hier den Wutzauber gesetzt habe und dann den Wutzauber, bevor die Drachen eigentlich in der Mitte sind. Na egal, so. Das war ein bisschen problematisch, dass die Loons jetzt alle in die Mitte gezogen sind. Aber wir werden mal sehen, was passiert. Ich habe jetzt noch einen Wutzauber. Den habe ich jetzt gleich auch, den habe ich jetzt gesetzt, damit die schneller in die Mitte kommen. Geht jetzt auch eigentlich ganz gut schon vonstatten alles. Die Drachen fliegen sogar halbwegs in die Mitte. Leider nicht ganz mittig. So, der Inferno-Turm ist jetzt relativ schnell down. Ah, in der Mitte natürlich noch einen Erdbebenzauber. Macht bei mir 21% Schaden beim ersten Mal. Also gar nicht mal so schlecht. Fast schon ein Viertel dann weg vom Rathaus. So. Ja, leider gingen die nicht mehr so ganz hier. Die Drachen hier, die sollten ein bisschen weiter in die Mitte gehen. Das sind sie leider nicht, aber ja, haben sie zumindest noch den Turm kaputt gemacht.
Da räumen sie schon ganz gut auf. Also es ist zumindest, ich denke mal, wenn ich es verbocke, wird es definitiv ein Stern zumindest. Wir werden es mal sehen. Wir werden es mal sehen, vielleicht werde ich es hinbekommen, vielleicht auch nicht. Die Helden laufen jetzt leider wieder zu weit nach außen. Das könnte noch am Ende das Problem sein, wenn ich mit den Drachen das Rathaus nicht down kriegen sollte. Dann ist das Problem, dass die Helden vielleicht dann zu weit nach außen laufen. Ja, ich habe schon relativ viel geholt, aber man muss auch sagen, die Luftabwehr ist jetzt hier auch nicht so ganz so stark gewesen. So, das ist noch kaputt. Ja, noch ein bisschen schön Loot dabei bekommen. Noch 325.000 vom Loot. So, Königin noch am Leben. Held räumt noch ein bisschen auf. Habe ich noch ein bisschen dunkles Elixier bekommen? Ich weiß nicht. Ich hatte noch die Hoffnung, die Königin geht noch wieder ein bisschen in die Mitte rein. Ist sie dann leider nicht, deswegen habe ich es einfach mal bis zum Ende laufen lassen. Königin noch gezündet. Königin holt sich jetzt sogar noch ein bisschen dunkles. 1643, also vom Loot her war es sogar okay. Fast die Kosten wieder drin gehabt, die ich hatte mit dem Bonus noch dabei. Ja. Oh, da lebt ja sogar noch ein Drache. Okay, der Drache lebt auch noch, hatte ich gar nicht mehr gesehen. In der Klarenburg hat er noch einen Heiler gehabt, ist aber auch egal. Klarenburg ist auch hier gar nicht mal so wichtig, weil die Drachen schon relativ gut aufräumen eigentlich. Das ist nicht so wichtig. Zack, zack, zack. Noch den Inferno-Turm kaputt gemacht. Ich weiß nicht genau, ob der Drache es noch schafft. Ich denke mal, könnte er so gerade eben... Ja, hat er noch geschafft. 75%. 75% und noch den Inferno-Turm kaputt gemacht. Ja, wir gucken mal eben, wie lange... Warte mal, braucht jetzt noch irgendwer wach? Ah, okay, er macht mir welche... Oh, ich bin so aufgeregt, weil ich genau weiß, dass dieser Angriff nicht ganz so laufen wird, glaube ich. Aber gut, ja, die haben mir echt wenig geholt, ne, muss man sagen. Kriegsereignisse, Dennis hat keinen Stern geholt. Zumindest keinen neuen Stern geholt. Es wird knapp werden eigentlich, aber der Gegner ist auch nicht gut. Wir müssen mal gucken. Also feindliches Team, die Nummer 1 hat noch einen, die Nummer 2 hat noch einen, die 3 hat noch beide Angriffe, aber bei uns hat, wie gesagt, Marcel auch noch einen. Aber es sieht, obwohl wir nicht so gut sind, dieses Mal sieht es ganz ordentlich aus. Ich bin ganz optimistisch, dass wir es schaffen werden. Also Leute, ich sage schon mal Dankeschön fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Lasst mal einen Daumen nach oben da und sagt mir mal eure Meinung zu den Clan-Kriegsturnieren. Ich habe übrigens einen Kessel hier oben. Leider nicht ganz außen, weil ich aktuell diese Base wieder drin habe, weil die andere Base einfach sehr anfällig ist für Angriffe. Die kann ich nicht drin lassen, die kann ich nur nachts drin lassen, habe jetzt aber vergessen eine Nacht. Deswegen, ja, schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare, macht's gut. Bis dahin, bis um 17 Uhr bei einer neuen Folge Clash of Clans mit mir.